Apfelbäckchen. So. Von hier aus wird das nicht. Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück. Zurück. Ach nee, Moment, gar nicht. Wir können ja gleich schon mal hier den Zwischenbericht abliefern. Na, du alter Zander, Zause. Nehmen Sie mich ein Stück des Weges mit dem Boot mit? Aber gern. Nur müsste das Boot da zuerst mal hier sein. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Ja. Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern, sie wollten das, ich würde ja... Ja, man könnte sagen, schon erledigt. Nicht wahr, Konrad? Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Genau wie Konrad. Kanone. Habt ihr das in der letzten Aufnahme gesehen, dass der sich teleportiert hat? So kurzzeitig so zack, bschum, weg. Momentane Teleportation und dann wieder bschum, aufgetaucht. Das war witzig. Können wir die Kanone nehmen? Nee, ne? Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Hier. Teleportation. Ich bin Jerry Hasselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg. Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Kredangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meist ich auch bei... Finde ich schön, dass ihr den Rest immer wiederholt. So ein Teil davon ist ja immer was Neues, aber danach kommt immer so dieses Gelaber. Carpador. So. Kann ich alles nicht nehmen, weil... Er ja nie schläft, aber er teleportiert sich wenigstens. Vielleicht teleportiert er sich irgendwann mal weg und dann... Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer... So. Raus aus der Stadt. Weil ich überfordert bin. Jetzt sind wir hier. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch! Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Bin ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Wieso sprichst du eigentlich wie ein Mädchen? Hä? Hä? Ja, Jerry, worüber denkst du nach? Dieses bringt mich nicht weiter. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Nimm mit. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Das ist so eine Feiglingseinstellung. Hier steht auf Mauswaldisch zur Kaltwasserbachbrücke. Sieht aber eher aus wie Bormierrücke. Dude, woher kannst du, wieso kannst du das lesen? Wann hast du das gelernt? Habt ihr das in der Schule? Ist das ein neues Fach, Unterrichtsfach? Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die echten Wachen ja immer gute Gesellschaft. Ja. Sharingan. Okay, da haben wir einen Weg, da haben wir zwei Steine. Den einen habe ich ja schon gelesen, glaube ich. Hier steht auf Mauswaldisch zur Kaltwasserbachbrücke. Sieht aber eh... Okay. Da steht zum Pfadbaum. Wie seltsam. Bei uns heißt der genauso. Ja. Dann ab zum Pfadbaum, ne?
weil ich nicht weiß, was ich da drin noch machen soll. Hey. Na, wie geht's dir? Als du noch kleiner warst, da warst du weniger unheimlich. Oh, dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. War da eben ein kleiner Dieb? Okay. Wo ist eigentlich... Ah, da ist er. Hier ist die kleine Hasenstatue gar nicht so klein. Ja, ne? Ich finde diese Dinger voll cool, diese, die hier herumflattern. Kann man die aufsammeln nehmen? Hm. Wollen wir da hin? Ach, wie lange das dauert, bis du läufst, Jerry. Jerry Teleport. Dankeschön. Hier. Wieder einer. Ne, Moment. Schau dir erstmal das an. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Das kommt nicht so. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Tja, hätte ich jetzt hier ein Glas, dann würde ich dieses Geräusch imitieren, aber habe ich nicht. So, hier ist nichts. Sharingan. Blub. Wieder einer. Ja, wo die alle herkommen. Und jetzt können wir uns das Spinnchen anschauen. Ist hier auch etwas? Ohoho, das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Was ist das? Ist das was? Seht ihr das hier? Was ist das? Keine Ahnung. Tja, Jerry. Time to go. Außer natürlich, wir nutzen den Portalbaum, aber... Das wollen wir ja nicht, ne? Oh, Moment, Tümpel. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchen-Abzeichen schon gemacht. Seepferdchen, ja. Lang ist's her. Damals habe ich sowas auch noch gemacht. Gibt's das heutzutage noch? Wird das immer noch so traditionell weitergeführt? Ich weiß es nicht, ich bin ja schon ein alter Mann, ne? Bin ja schon fast 24. Ja, doppelt so alt wie Gronk. Gregory auch. Und dann ab nach da. Weil wir da noch nicht waren. Wo ist Herbert? Ich hab vielleicht Hunger. Wo ist Herbert? Na? Nachtisch ist immer am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Wo ist Herbert? Wozu gibt es überhaupt einen Hauptgang? Frage ist gut. Wenn ich groß bin, werde ich dreimal am Tag nur Nachtisch essen. Ah. Der labert sich auch die ganze Zeit über ins Let's Play hinein. So viel wie er jetzt eben. Humbert. Humbert. Ernsthaft? Der Name kommt mir bekannt vor. Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Egor. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Tja, wenn du nicht wieder zurückkommst, dann wirst du hier wohnen, Jerry. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken. Das steht aber auch auf einem anderen Stein. Und das steht hier. Das sind alles ein Stein, genau. Alles ein Stein. Na, die sieht doch ganz stabil aus. Aber der Graben darunter ist ganz schön tief. Zumindest, wenn man so klein ist wie ich. Tja, Jerry, du wächst doch noch. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld-, Wald- und Wiesenbach. Ich finde das hier so schön, wie die das hier mit der Animation gemacht haben. Das ist richtig beruhigend. Richtig schön alles. Da drüben sieht es echt super interessant aus. Ich hab vielleicht Hunger. Danke, dass du mich daran erinnerst.
Nachtisch ist immer am besten, wenn man ihn... Halt! Wer schreitet dort? Hallo, Herbert. Was für ein potthässliches Wiesel bist du denn? Versteht ihr potthässlich? Ich müsste hier kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig. Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Laubtaler. Jetzt. So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. So viel kostet die Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssten. Alle außer mir, das ist wahr. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Also fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Gut, gut. 300 Laubtaler. 300 Laubtaler? Nun gut, du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt! Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Laubtaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Ey, wenn die Krähen kommen, ey. Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ja, stimmt, du bist ich ja schon... Ich bin zu gutmütig. Unterwachsen. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen, ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten, um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Nee. Ich glaube, ich habe einen schlechten Einfluss auf Jerry. Nee, ich habe vielleicht Hunger. Aber das mit dem Stock fand ich echt lässig. Nachtisch ist immer am besten, wenn man ihn vor dem Hauptgang isst. Ein waschechter Zapfhahn. Wenn man den an einen Briefkasten klebt, machen die Leute bestimmt auf. Naja, oder auch nicht. Danke für den Tipp, Jerry. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Zuckerfrei? Wer unter 18 will denn sowas? Ding, 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 ding. Das soll sehr gesund gewesen sein. Damals, bevor es versteinert ist. Ist doch die Idee. Das sieht aber nicht lecker aus. Hast du nicht was Süßes? Nachtisch? Klärchen doch. Wie wäre es, wenn ich dir anstatt der horrenden Maut, Bautgebühr diesem wunderschönen, kreisrunden, zuckersüßen, riesengroßen Dauerlutscher gebe? Möchtest du mal an meinem Lolli lecken? Ein guter Jahrgang, wie ich sehe. Sicher süßlich und sehr bärig im Abgang. Aber was ist dieser Nachgeruch? Was ist dieser Gestank? Nein, da kann ich mich unmöglich irren. Ist das ein zuckerfreier Dauerlutscher? Vielleicht. Das ist viel zu gesund. So etwas esse ich nicht. Nur weil er zuckerfrei ist, glaube ich nicht, dass er wirklich gesund ist. Darauf falle ich nicht herein. Dann muss ich wohl einen Weg finden, etwas Zuckrigeres zu finden. Tja, Zucker ist eine geile Sache. Poster. Der große Zarow. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Sein Zylinder? Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Tja, Jerry, du kannst auch Morswaldisch lesen. Wieso nicht sowas? Habt ihr das in der Schule nicht gelernt? Uralte Einladung. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Guck mal, noch einen Briefumschlag. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift: Liebe Leute, lest. So lasst beginnen das Wipfelfest. Mit Speis und Trank und... Nee, nochmal. Von vorne. So. Der Marquis hat die Einladung. Da steht, liebe Leute, lest. Ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest. Mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. Das ist natürlich ein Stilmittel, Jerry. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Ich frage mich, warum. Tja. Ich merke schon wieder, es wird langsamer.
Ich muss also mich beeilen. Hagebutten? Die kann ich doch nehmen. Sag A. Ah. So geht das nicht. Mit Geld bezahlt man hier. Und zwar dreistellige Beträge. Ich krieg schon wieder Hunger auf was Süßes. Ja, kleiner Halsabschneider. Okay, damit beende ich die Aufnahme für dieses Mal. Ich habe es geschafft, tatsächlich eine halbe Stunde aufzunehmen. Das sollten zwei Episoden sein für die nächsten zwei Tage. Ihr glaubt ja gar nicht, wie anstrengend das ist, jeden Tag eine Let's Play-Folge rauszubringen. Das ist nicht so einfach, wie ihr es euch vorstellt. Ich könnte natürlich auch den Ratersuch benutzen, aber nein, das wäre zu einfach. Und ab ins Speichermenü. Okay, man sieht sich. Tschüss.